Pedalbrett. Ich bin jetzt Archäologe. Guck mal, ich habe Stellen gefunden ohne Rost. Benji, das ganze alte Gaffer, was ich hier abgeknibbelt habe, ne? Das kannst du nachher nochmal zu einer frischen Rolle wieder zusammenwickeln. Guck mal da. Jo! Sind gerade am Laden. Wir schauen mal rein, komm mal mit. Ich finde das überhaupt nicht witzig. Wie weit sind wir? Was ist denn, Benni? Drei! Ich bin wieder am Fuß gefahren. Ich kann nicht anders noch mal rückwärts rollen, wenn ich die Bremse angezogen habe. Mami! Bang! Zeig uns doch mal deine Moves im Circle Pit. Meine Circle Pit Moves. Oder ja, du bist ja Propeller. Ah, kann ich auch den machen. Wir sind auf dem Weg nach Herford. Ins wunderschöne X. In diesem Sinne herzlich willkommen zu TV of Lost Episode 416. Aus dem, von dem, auf dem Weg, wie auch immer, nach Herford, hier auf der wunderschönen A7. Wusstet ihr eigentlich, dass auf der A7 ganz eindeutig die Baustelle erfunden wurde? Und zwar im Jahr, lass mich lügen, 1678. Entschuldigen Sie, wissen Sie, was Sie tun? Nee, komm aus. Lord. Oft hat er verloren, der Lord, schon wieder. 2012. Echt spannend, oder? Wir schauen mal rein. Was ihr alle nicht wisst. Ich auch. Weiterfahren, weiterfahren. Ich muss mir die Festhalter lösen. Ja, wir ziehen doch kräftig dran. Das funktioniert bestimmt. Komm mal. Hi und herzlich willkommen zu Wie macht man Sound mit Heuschnupfen? Träg einfach mehr Höhen reindrehen, die hört man nicht so gut. Das Ding ist ja, Lord of the Lost sind eigentlich immer echt unfreundlich. Du wirst ausgenutzt, du wirst echt schlecht behandelt, du kriegst nichts geschenkt, du musst immer echt dich um alles kümmern. Aber heute haben sie mir eine echt freundliche Geste gezeigt und da bin ich wirklich dankbar für. Und zwar habe ich heute meinen eigenen Backstage bekommen. Also, komm mal. Und dann kann ich einfach vor und nach der Show einfach zurückziehen. Liebe Kinder, ihr kennt das. Man ist in der Schule, man möchte aufpassen. Trotzdem geht einem hier und da mal eine Information durch die Lappen. Deshalb heute das Thema Stoff. Ich werde euch heute ein paar Sachen erklären, die ein bisschen biologisch, ein bisschen chemisch, ein bisschen naturwissenschaftlich sind, zum Thema Stoff. Wir wissen, Menschen bestehen aus so allen möglichen Sachen. Man hört immer Sachen von Kohlenstoff und Wasserstoff und sonst was. Und ich möchte euch jetzt heute mal die verschiedenen Stoffformen erklären. Wir hätten zum Beispiel, wir sehen hier jetzt eine schöne sogenannte Yuppie-Stickerei auf dem T-Shirt. Das ist zum Beispiel Stickstoff. Ich habe leider gerade keinen Zugang zu Zitronen. Stellt euch vor, diese Mandarine ist stellvertretend für eine Zitrone. Man träufelt hier ein kleines Mündchen drauf und schon haben wir Sauerstoff. Sowas hier nennt man Kohlenstoff oder auch Wertstoff. Das hier, wie jeder erkennen kann, Kraftstoff. Und jetzt nicht nachmachen, das hier ist Brennstoff. Das sind die Kinder. Ist ja auch nicht schön. Wölkstoff. Treibstoff. Stoff aus. Stoffwechsel. Wenn euch noch mehr Details zu Stoffen einfallen, postet sie bitte in die Spalte. Ganz schön spannend, oder? Hey, wir schauen mal rein. Komm mit. Das ist das.
Diese Internetsucht bei den Jugendlichen, ne, geht voll auf den Sack. Kommt nix mit, glotzen immer nur auf ihr scheiß Smartphone. Ich bin Krit.